In Leipzig-Lindenau brummt es. Jetzt am Mittag sind die Bienen besonders aktiv. 3 Kilometer weit schwärmen sie aus, an Häuserschluchten entlang und zwischen den Autos, und sie werden fündig. Mittlerweile finden die Bienen mehr Nahrung in der Stadt als auf dem Land. Hier in Lindenau blüht es bunter als auf den Äckern, und das den ganzen Sommer über, ohne Pause. Seit 6 Jahren ist Anne-Kathrin Mohr Stadtimkerin. Ihre Völker stehen an festen Stellen in Leipzig und produzieren Standorthonig in Bio-Qualität. Plagwitz schmeckt anders als Lindenau. Honig wird wie Wein zum Feinschmeckerprodukt. Der Stadthonig ist weniger pestizidbelastet als der Landhonig. Und selbst Feinstaub findet sich darin nur wenig. Die Blüten stoßen den Großteil an Nektar aus, wenn sie frisch aufgehen. Das heißt, der Feinstaub hat gar keine Möglichkeit, sich in der Blüte festzusetzen, bevor die Biene nicht den Nektar geholt hat. Mit viel Liebe und Ruhe versorgt die Imkerin ihre 70 Völker. Sie könnte mehr halten, aber dann hätte sie weniger Zeit für Kontrollen. Und müsste mehr Medikamente gegen Schädlinge einsetzen. Die Bienen danken ihr den sanften Umgang mit Friedfertigkeit. Man kann schon die Hand drauf machen und die Bienen einfach ein bisschen wegdrücken. So, und dann kann man mal auf die Wabe gucken, was los ist. Ihre Verbundenheit mit den Tieren will sie auch dem Nachwuchs vermitteln. Die Nachfrage nach ihren Kursen ist groß. Denn ein Bienenvolk zu führen ist gar nicht so einfach. Die Anfänger lernen das Imkern mit einer Bienenbox und bekommen erklärt, worauf sie achten müssen. Schwarmzellen auch hier nicht zu erkennen. Das richtige Handling allein macht aber noch keinen guten Imker. Wenn ich einen Imkerkurs gebe, dann ist mir wichtig, dass den Teilnehmern bewusst wird, was man eigentlich macht, wenn man eine Bienenhaltung beginnt. Wo man eigentlich überall seine Finger drin hat und wie man in natürliche Abläufe eingreift. Mein Anliegen ist eigentlich, dass die Teilnehmer sich möglichst breit gefächert bilden und immer wieder sich selbst hinterfragen bei ihrer Bienenhaltung, was sie machen und ob das für die Bienenpopulation zuträglich ist. Das ist mein Anliegen. Vom Lindenauer Standort aus fährt die Imkerin zu einer Industriebrache. Hier gibt es viele Kleingärten in der Umgebung. Die Gärtner dort spritzen extra mit Mitteln, die als bienenverträglich gelten. Aber das sind sie oft trotzdem nicht. Nur weil ein Mittel nicht gleich bewirkt, dass die Biene tot umfällt, heißt das nicht, dass ein Mittel bienenungefährlich ist. Also es gibt Mittel, die haben die Wirkung, dass die Bienen zum Beispiel stark in ihrem Orientierungssinn gestört werden. Und das schädigt natürlich den ganzen Bienenstock, auch wenn nicht die Biene sofort tot umfällt. Wenig Gift und viele heimische Pflanzen, das brauchen die Bienen von uns Gärtnern. Danken tun sie es uns mit einer reichen Ernte an Obst, Gemüse und Honig.